Wir werden auf jede Frage eine Antwort finden. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Heute Ihre Ausreise. Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Das Erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Vorwärts immer, rückwärts immer. Thank you.
Lass erstmal Strom. Mit dem nächsten Schub gehen wir mit. Nicht, wollen wir auch nicht wissen. Nee, nicht. Aber hier immer nicht ran. Hier immer nicht ran. Das kriegen wir irgendwann wieder. Das kriegen wir wieder. Das holen wir uns zurück. Und zwar auf ganz legalen Wege. Und nicht, dass wir jetzt den Fenster kaputt machen. Wir sind hier drinnen, kriegen uns an und wissen, was sie gemacht haben mit uns. Und jetzt gehen wir nach Hause im Prinzip und wollen, wählen wir und dann machen wir das so, dass wir uns das hier wieder rausholen. Und hier ist die Kürzlust auch mal, dass hier jeder von denen mehr bringt und sich hier noch was rausholt. Dann müssen wir auch machen. Die Hoffnungsschäde wollen wir haben. Als Erste, wir sind auch mal von den Scheißern. Macht nichts kaputt. Wir brauchen den ja nicht. Noch haben wir Kühlschrank voll. Ja.
weitergehen. Ganz schön mutig, wa? Wir sind das Volk! 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 Don't pull on the final.
Weiter, voll. Ist das schon raus, wenn der Bolz? Ich schau hier raus. Wenn ihr die Bolz seht. Der ist Verkäufer, ist der. Ja. Jawoll! Olli, wenn der da hinten wächst. Ja. Hier! Was ist denn das? Was ist denn das? Mach doch nicht alle kaputt. Mach die eigenen Sachen kaputt, ja. Nee, das ist schon Was wollen wir denn? In den Huren, sondern Mädels. Dem Sozialismus in seinem Lauf hält weder Angst noch ein Käse auf. Los jetzt! Ich möchte jetzt nicht. Ich muss meine Rede halten. Das ist psst. Ruhe im Saal. Keine Interviews, bitte. Keine Soll ich dazu noch sagen? Ey? Ja, ist doch so. Haut nicht euch gegeneinander die Birne kaputt, denn Berlin ist Berlin. Ja. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Na ja, Mann. Mitmachen, mitmachen. Na ja, was soll ich mal so sagen, ey? Ist mal. Na ja, Mensch. Ich bin nicht Mompa, ich bin nicht Modro. Ist so. Lieber Berliner und Berlinerin. Nee, ich mach das jetzt alleine. Vertragt euch alle. Ob, ist egal, von welcher, ob wir Türken oder Chinesen oder Japaner sind. Ja, aber wir müssen alle zusammenhalten. Wenn wir Na, wie wollen wir denn das machen? Da müssen wir was Neues machen. Ne? Jetzt fehlt bloß noch hier ein Korrespondent von drüben, ist er von ZDF oder Saat oder so. Ja,
liebe Berliner, liebe Mitbürger, noch einmal unsere herzliche Bitte, wenden Sie bitte keine Gewalt an. Das heißt, verlassen Sie jetzt bitte dieses Gebäude. Sie werden, wenn Sie die Möglichkeit hatten, heute das Gespräch am runden Tisch mitzuverfolgen, festgestellt haben, dass wir kritische Fragen gestellt haben. Das, was Ihr Anliegen hier ist, das ist auch das unsrige. Betroffenheit über ein Ministerium. Wir sind dabei, mit dazu beizutragen, dass dies auf eine ordentliche Art und Weise aufgelöst wird. Tatsächlich aufgelöst wird. Das kann aber nur dann gut und richtig passieren, wenn wir unserer Losung treu bleiben. Keine Gewalt. Berlinerinnen und Berliner, hier spricht noch einmal Konrad Weiß von einer der oppositionellen Gruppierungen. Ich verstehe ganz sehr gut Ihren Zorn über das, was in diesem Gebäude geschehen ist. Ich selbst gehöre zu denen, die unter diesem Ministerium für Sicherheit zu leiden hatten. Aber wir wollen ein neues aufbauen. Und man kann mit Gewalt nichts verändern. Das Gewalt schadet uns allen. Gewalt bietet denjenigen. Gewalt denjenigen nur einen Vorwahl, die Revolution zu rückgängig machen wollen, die Veränderung wollen. Ich appelliere an alle Wienerinnen und Berliner, keine Gewalt. Das neue Forum distanziert sich von dem Ganzen, hat zwar aufgerufen zu, ist aber davon ausgegangen, dass die Tore zu bleiben. Große Schulze-Vorgeweisung wieder, geht's wieder los. Morgen wieder in Zeitung und Rundfunk die Nachrichten voll. Eskalation ist, seht das Volk, das und so weiter faschistisch geordnet ist und mit Ausordnung nur. Und das Ganze ist es nicht. Es ist weder der Wille der Gedankendemonstration noch der Wille, und jetzt sag's wieder, ich komme von der Bürgerinitiative Bautzener Straße Dresden, und es hat sich in ähnlicher Form wirklich auch abgespielt, weil erstmal der Volksturm muss ja weg. Aber so geht das Objekt ganz einfach weder zu stürmen noch zu halten, denn das ist mein Aufruf jetzt, aber überall hin und hauptsächlich Berlin. Wir brauchen Leute, die weiteren Tage hier zur Verfügung stehen und das nächteweise und Tage und Wochen, Monate, denn das Bezirks- oder Hauptamt hier der Staatssicherheit, Ministerium, die Bezirksverwaltung Berlin, die Außenobjekte, wer will denn das aufarbeiten, wenn wir, das ist unser Geld, das ist mein wie dein und euer. Und dafür bin ich jetzt unterwegs, um das zu initiieren, Berliner ranzukriegen, die sich an morgen in aller Ruhe hier einfinden und dann wirklich dafür stehen, heute dafür sorgen, dass Ruhe kommt rein, dass die Zerstörungen in Grenzen bleiben, ganz einfach, und sich selbst einbringen.
Nur Nummern. Kriegt ihr das an, ey? Hier wurde es mit Namen ja registriert. Alle plus Nummern und dann hat sich das Ding erledigt. Na hier, steht da drauf. Postausgang. Lohn, Lohn sozusagen. Bestimmt die ganzen Dinger, die einen zweiten Job hatten. Hier, Postausgang. Hier, den Wachs, den kannst du schon. Den verschicken wir wirklich nicht. Nein. Oh, hier. Kick ihn mal, die haben Stefan gleich. Oh. War immer wieder, wa? Hier. Das ist doch nicht zu mir. Sieht irgendwie so aus, wa? Ja. Was ist denn das? Aufbau von Berlin oder was? Macht doch keiner Ruhe. Ich auch nicht. Wer soll denn, das geht da ja nicht. Wer soll denn die Zeit haben, hier so weit auseinander zu rufen? Die sind alle so groß und kicken. Weine hier, wa? Das sind die. Die Schiffen, die haben sie sowieso, meine Finger. Ja, nicht hier. Hier, gib dir das an. Keine Beschädigung, ne? Total. Keine Beschädigung, aber aufgebrochen, wa? Hier, kick dir das an, dann haben sie einfach so. Das ist ja. Ja, nichts ist hier. Wird aufgeschlossen, oder? Ist ja noch offen. Hier, kick dir das an. Kriegst du nochmal den Blick frei? Stimmen sie ja nicht, frei. Schlüssel drin gelassen? Nee, zwei Schlösser. Genau. Ja. Innen? Ja klar, wenn du gegen trittst. Und jetzt muss. Okay. Die würde ich mal so mal hier gucken. Wenn auch Leute den Raum verlassen. Also die Siegel wurden gebrochen, ja. Das hier ist das Büro von Herrn Mielke gewesen? Hier ging es rein. Aber das ist heile geblieben? Nee, ist nicht heile. Das war in dieser Breite. Sind da noch welche drin gewesen? Na sicherlich, denke ich. Kann man sehen? Ich weiß nicht, ob da noch jemand... Gut. Na, Sie sehen, dass das doch gebrochen ist. Ist denn da auch verwüstet worden in dem Zimmer? Weiß ich nicht. Komme ich auch nicht rein. Ist denn jetzt gut?
Aber es waren welche drin, oder die haben es durchgefallen? Also solange ich hier drin war. Den Augenblick mal bitte. Ja, ja. Welche Tour bist du denn? ZDF? Mach mal Licht an hier. ZDF oder was ist das? Spiegel TV. Spiegel TV. Bitte? Spiegel TV. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Ja. Ja. Wo sind die Nachbarn? Ja. Wo sind wir hier jetzt? Guten Abend. Hier in den Büroraum. Wir sind der. Ja. Na, wenn Engelhardt ist mein Name. Sie sind für die Auflösung des Amtes zuständig. Also wenn Sie sind gut informiert. Wir haben uns das gerade vor der Tür erst sagen lassen. Genannt, 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 Engelhardt. Aber ist natürlich unhöflich. Hier müsste ich die Jacke anziehen jetzt. Nein, 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 überhaupt nicht. Ja. Ist man denn ein bisschen in Ihr Büro auch vorgedrungen? Ja, ja, selbstverständlich. Also Sie konnten sich unschwer überzeugen, dass ich Gäste hier hatte. Es gab viele Fragen, aber ich muss sagen, es ist alles sehr sachlich abgelaufen von der Fragestellung. Es wurde auch nichts ausgespart meinerseits in den Antworten. Ich konnte mich ja heute wesentlich berufen auf die Ausführungen am runden Tisch. Und ich hatte den Eindruck, alle, die mich hier beehrt hatten, waren überzeugt von meiner Lauterkeit. Also es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, meine Aufgabe besteht darin, mit der Entscheidung der Regierung der DDR dieses Amt aufzulösen, in die Geschäfte hier abzuwickeln. Muss natürlich sein bei aller Regierung und bei allen Bürgervertretungen, aber es muss ja Leute geben, die hier auch bestimmte Fach- und Sachkompetenz haben. Sie sind auch ehemaliger Angehöriger der Staatssicherheit. Ja, ja, sicherlich. Ich bin hier ausschließlich wegen dieser Aufgabe hierher versetzt worden aus dem Bezirk Frankfurt-Oder. Da es aus dem ehemaligen Ministerium natürlich keine Kader mehr gibt, Führungskader. Wie Sie wissen, Herr Mielke sitzt, alle anderen sind entlassen und einer muss, wie sagen wir, die Konkursmasse verwalten und das bin ich. Was ist denn in Ihnen vorgegangen, als Sie hier aus dem Fenster geschaut haben und haben gesehen, wie hier die Gebäude verwüstet werden? Na gut, ich konnte mich jetzt durch die aktuelle Kamera zum Teil überzeugen, was in anderen Gebäuden war. Sie werden verstehen, es gibt natürlich keine Telefonbeziehungen, schon gar keine persönlichen Beziehungen. Das hat mich natürlich sehr betroffen gemacht, was ich gesehen habe, weil heute am runden Tisch die Bürger dieser Republik hinsichtlich der weiteren Pläne und Absichten zu diesem Haus informiert worden sind. Wie Sie wissen, ist diese Poliklinik vorgesehen für eine Übergabe an das Oskar-Zieden-Krankenhaus. Es ist des Weiteren hin angedacht, so ist der runde Tisch heute informiert worden, diesen großen Gebäudekomplex mit ca. 3000 Arbeitsräumen in etwa umzufunktionieren, natürlich zu Verwaltungsräumen, wie sie sind, und damit viele hunderte Wohnungen in diesem Stadtbezirk und im Stadtbezirk Mitte, die zweckentfremdet genutzt werden, freizumachen für unsere Menschen. Aber wie Sie natürlich unschwer verstehen werden, wird es jetzt schwer sein, dieses Haus in einem ordnungsgemäßen Zustand zu übergeben. Wir werden dazu morgen eine Bestandsaufnahme machen. Wir werden das im Beisein der Medien machen, dass man sich von dem überzeugen kann, wie so ein Haus Volkseigentum hinterlassen wird. Mir tut das persönlich leid, bei allem Verständnis, dass ich sicherlich dem einen oder anderen, der in den Jahren oder den 40 Jahren des ehemaligen MFS schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass bei ihm sich eine gewisse Frust breit macht, das akzeptiere ich, aber ich akzeptiere natürlich nicht die Art und Weise, wie man mit diesem Vermögen und mit diesen Sachwerten umgeht. Das hat mich betroffen gemacht. Wie erklären Sie sich denn diesen Hass der Leute? Na, ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage, die man sicherlich so komplex beantworten müsste. Ich meine, persönlich sehe ich zwei wesentliche Ursachen. Eine wesentliche Ursache besteht doch darin, dass dieses Ministerium, das letztendlich eine, wie sich heute beweist, sehr falsche Sicherheitspolitik der damaligen Führung und auch des ehemaligen Ministers getragen hat, doch wenig transparent war. Es gibt bei unseren Menschen sehr wenige Kenntnisse über dieses Organ, aber das kann man den Menschen nicht zum Vorwurf machen, sondern das müssen wir uns zum Vorwurf machen, weil wir, und ich muss sagen, die Befehlslage war so, einfach keine Möglichkeit hatten, uns transparenter zu machen. Wie lange haben Sie bei der Staatssicherheit gearbeitet? Ich bin seit 1962 in dem ehemaligen Ministerium
kann Ihnen sagen, mein erster Dienstgrad war Soldat, habe als Wachsoldat angefangen und habe mich bis zu meinem heutigen Dienstgrad Generalmajor mehr oder weniger hochgedient. Habe also von der Pike auf alle Aufgaben in diesem Ministerium, von dem Wachsoldat bis zum Leiter einer Bezirksverwaltung bzw. in der jetzigen Funktion durchlaufen. Also ich kenne das. Haben Sie dann nicht den Eindruck, dass der Hass der Leute sich auch gegen so jemand wie Sie richtet? Sicherlich. Sicherlich ist die Frage berechtigt und ich kann natürlich ganz persönlich die Frage beantworten, dass es dann, und das Angebot hatte ich heute mehrmals gemacht, wenn Bürger sich zu Unrecht gemaßregelt gefühlt haben, und das wurde heute durch den Generalstaatsanwalt ja auch am Montag zum Ausdruck gebracht, die Möglichkeit haben, sich mit Anzeigen an den Generalstaatsanwalt zu wenden. Und der Generalstaatsanwalt bzw. die Staatsanwaltschaft wird dann ermitteln gegen Mitarbeiter. Und es laufen gegen eine Reihe von Mitarbeitern, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr behalten, müsste ich nachsehen, Ermittlungsverfahren. Da müssen Sie ja möglicherweise auch mit einem Ermittlungsverfahren irgendwann gegen Sie rechnen. Ich möchte das fast verneinen. Ich muss Sie dahingehend aufmerksam machen, es gab in diesem Ministerium eine Befehlslage. Ich unterstand der ausdrücklichen Befehlsgewalt des Ministers. Und ich habe Befehle und Weisungen des Ministers durchgeführt, von denen ich mich natürlich, oder zumindest von einigen, die sich insbesondere mit den Andersdenkenden beschäftigen, natürlich aus meiner heutigen Sicht voll distanziere. Mit welchen zum Beispiel? Fällt Ihnen da so ein Befehl ein, wo Sie ja, sagen? Ja, es wurde heute genannt, dieser Befehl oder diese Dienstanweisung 285, so wie wir sagen, die sich mit dem Kampf gegen die politische Untergrundtätigkeit, ich sage mal einen Arbeitstitel, beschäftigte, die, ich meine, aus der heutigen Sicht sicherlich geschuldet war der Fehleinschätzung der Lage der damaligen Partei und Staatsführung und unseres Ministers, die davon ausgegangen sind, dass die Unzufriedenheit, die sich natürlich in dieser Republik bei vielen Menschen breit gemacht hat, mit repressiven Mitteln zu bewältigen ist. Und das hat sich natürlich als eine völlige Fehleinschätzung erwiesen und von diesem Befehl würde ich mich aus heutiger Sicht voll distanzieren. Aber ich muss sagen, ich würde mich nicht distanzieren von Befehlen und Weisungen, die sich, Sie werden das verstehen, wenn ich das als Nachrichtendienstmann so formuliere, die sich mit dem Kampf gegen gegnerische Geheimdienste beschäftigen oder die sich mit Aufgaben, die das Ministerium hatte, in der Versorgung oder in sicherstellenden Bereichen. Also davon würde ich mich natürlich nicht distanzieren, aber von diesen Befehlen, von diesen Aufgabenstellungen im Besonderen. Aber der Kampf gegen die politisch Andersdenkenden, wie muss ich mir das vorstellen? Wie haben Sie denn das betrieben? Naja, also der Beredeausdruck, was man alles falsch machen kann, war ja die Zeit um den 7. Oktober. Also dort haben wir, ich möchte formulieren, alles falsch gemacht, von Anfang an. Aber ich glaube, es war im Grunde genommen auch schon zu spät. Das Volk war auf der Straße, das Volk hat sich artikuliert, auch zu Recht artikuliert. Und die Zeichen der Zeit, glaube ich, hatte die damalige Parteiführung spätestens im Jahre 1985 verpasst. Also mit dem Umgestaltungsprozess in der Sowjetunion hätte auch das Signal kommen müssen, bei unserer damaligen Führung, dort wäre sicherlich einiges besser zu lösen gewesen. Natürlich war inbegriffen in die Arbeit gegen Andersdenkende, ich verrate hier keine Geheimnisse, es gibt ja auch keine Geheimnisse mehr, zu verraten, die Arbeit natürlich mit, wie wir sagen, inoffiziellen Mitarbeitern. Es war die Möglichkeit der Telefonüberwachung, der Postüberwachung und so weiter und so fort. Also diese ganze breite Palette, die im Rahmen der Befehle und Weisungen, die der damalige Minister erteilt hat, auch genutzt wurden, um bestimmte Andersdenkende unter Kontrolle zu halten. Der Bruch mit der Vergangenheit heißt ja eben nicht, dass sie weg ist. Sie verschwindet ja nicht. Wir können sie nicht verdrängen. Und ich denke, für uns, aber genauso für Sie, für Ihre Berufsgruppe, wird es sehr wichtig sein, mit dieser Geschichte weiterleben zu können. Also daran nicht verrückt zu werden. Das kann man als Opfer wie als jemand, der auf der anderen Seite war, genauso oder anders. Sie sagen das alles, das ist ja das Erstaunliche hier, alles auch völlig ohne Groll. Ich habe mir Groll wirklich, solange ich in der DDR geblieben bin, nicht erlauben wollen, sonst wäre ich nicht hier geblieben. Ich war ja in der Zwischenzeit ziemlich lange im Westen und mit Groll oder Hass kehrt man hier nicht zurück, um hier weiterzumachen. Oder dann kehrt man zurück, um zu zerstören. Aber Sie können freundlich umgehen mit dem ehemaligen Leiter der Staatssicherheit in Frankfurt-Oder. Ich bin selber in der DDR groß geworden und ich kann sehr vieles von dem, was er sagt, verstehen.
Ich bin selber Mitglied dieser Partei gewesen und ich versuche mich, ich denke, anders können wir hier nicht weiterleben, bis zu einem bestimmten Grad auch in seine Situation hineinzuversetzen. Das, was am runden Tisch anklang, wird ja immer deutlicher werden. Wir haben ein Riesenproblem mit der Integration, jetzt nicht nur der Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes, sondern der vieler SED-Genossen. Das ist ein Amt hier und hier wird die. Wir treten auch diesmal wieder mehrere rechte Parteien aus der Bundesrepublik, die Leipzig mit transparenten Flugblättern auf sich aufmerksam machen. Na, ich hoffe ja, dass ich nicht heute noch arbeitet. Technik zuständig. Ja, ja. Und jetzt. Hat jemand ein bisschen Ahnung von der Postseite irgendwie? Mhm. Oh, so ein bisschen. Das ist eine Dispatcherzentrale zur Koordinierung des gesamten Entstörungsprozesses des ehemaligen Amtes für nationale Sicherheit. In der Verbindung mit anderen Diensteinheiten, der Diensteinheiten untereinander und so weiter. Bereitstellung von Leitungen und so weiter. Gut. Das ist der zentrale Messraum. Ja, hier werden die Leitungen eingemessen. Hier gibt es Verbindungen von diesem Messraum rüber in den HVT. Das ist der sogenannte Hauptverteiler, wo eigentlich die Leitungen insgesamt zusammenlaufen. Also im Grunde ist das zwischen den einzelnen Diensteinheiten, den einzelnen Objekten. Das ist für Ihr eigenes Telefonnetz gewesen? Das für unser eigenes Telefonnetz, ja. Wie gesagt, das ist so eine kleine, ein Messplatz, so dass die Leitungen, die hier im HVT vorhanden sind, auf diesen Messplatz geschaltet werden und von hier an dann messtechnisch betreut und bearbeitet werden. Bürger haben draußen gesagt, von hier wäre auch abgehört worden aus diesem Gebäude. Also das kann ich hundertprozentig hier sagen, dass also aus diesem Gebäude hier erstmal keine Abhörzentralen irgendwo existieren. Das ist Ihr Technikraum, ja? Können wir da? Das ist ein normaler HVT. Hauptverteiler, wo alle Kabel, alle Kabel ankommen, Kabel weggehen. Ins Gebäude rein, also von außen kommen, ins Gebäude rein. Also das ist sozusagen nur Ihre Fernmeldezentrale hier? Richtig, ja. Ja. Richtig. Darf ich da reingehen? Ja. Ja, bitte, bitte. Thank you.
danke dir, ja. Mach's gut. Ja. Schönen Dank. So, hier sind wir die Fallteam. Ich wollte noch ein paar Ordnungen machen. So, das ist hier Übertragungstechnik. Die dient zur Mehrfachausnutzung von normalerweise NF-Kanälen. Ja, das ist hier die zentrale übertragungstechnische Einrichtung dieses Hauses. Das ist ja alles sehr moderne Technologie, ne? Ach, sehr modern. Wissen Sie, das Modernste ist auf Embargo. Und das Drittmodernste, das haben wir ja auch nicht. Aber es ist für DDR-Verhältnisse relativ modern, das ist richtig. Das ist hier BCM30 und BCM120 Technik, digitale Technik. Allerdings, wie gesagt, bei Weitem nicht mehr das Modernste heutzutage. Conny! Hat jeder seinen eigenen Schlüssel hier? Oder? Warte, Moment. Warte, ich mal hier bei euch. Hier wäre sozusagen. Das ist die vermittlungstechnische Einrichtung.
ist das für ein Geräusch jetzt? Ja, 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 das telefoniert jemand. Das sind ja so Kollegen, die jetzt hier gegenwärtig arbeiten und damit auch Verbindung aufgebaut werden. Wie kommt das, wenn das Gebäude geräumt ist, dass noch so viel telefoniert wird? Das ist, würde ich sagen, mehr vom Geräusch. Also das klingt jetzt sicherlich doller, als wie es immer... Als wir jetzt telefonieren. Wie viele Telefonate sind das denn, was würden Sie denn so schätzen? Also kann das nicht, kann ich nicht. Das kann man nicht. Kann ja. Können Sie auch nicht verfolgen oder nachvollziehen. Ja. Und Sie haben ja heute gehört, dass man eine ganze Reihe an Runden sich hier von Mitarbeitern beschäftigt sind, selbst noch arbeiten zur Auflösung. Wurde ja eine Zahl auch genannt. Ja. Also das sind keine Staatssicherheitsbeamten mehr, die jetzt hier telefonieren, meinen Sie? Unter anderem auch. Ja, aber ich würde sagen, auch andere Weise Verbindungen, ja, die sichergestellt werden. Was ist das denn eigentlich für ein Gefühl für Sie, wenn Sie hier jetzt so ein westliches Kamerateam durch das Herzstück Ihrer Nachrichtentechnik führen? Was soll das für ein Gefühl sein? Wir sind doch für Offenheit, für Transparenz. Wir haben doch nichts zu verbergen. Also das haben Sie ja zumindest lange Jahre anders betrieben. Ja, aber jetzt gibt es eine völlig neue Situation. Eine neue Situation erfordert neues Reagieren. Und wenn Sie sich jetzt so umschauen, ein paar hundert Meter weiter entfernt von hier, zwei Gebäude völlig zerschlagen. Das ist ja ein irrsinniger Hass, den Ihnen hier... Ja, das verstehe ich nicht. Ich habe auch den Kollegen gesagt hier und habe mein Unverständnis dafür geäußert. Noch dazu heute gesagt worden ist, dass diese Gebäude in einer zivilen Nutzung überführt werden sollen, wenn man dort also Volksvermögen oder Volkseigentum oder gesellschaftliches Vermögen, Arbeitsvermögen zerstört, ist das für mich ein Wahnsinn. Sie werden ja demnächst auch entlassen. Wissen Sie schon, was Sie machen? Ja, ich muss mich um Arbeit bemühen. Ich habe mich noch nicht bemüht, aber ich muss mich bemühen, ja. Bin bis zur Auflösung des Amtes ist ja nicht mal viel Zeit, ja. Ich hatte schon auf die Frau heute mal geantwortet. Es ist natürlich schwer, nach mehreren Jahrzehnten Arbeit hier alles aufzugeben. Ja? Man hängt ja auch dran. Das ist normal. Wie lange haben Sie hier gearbeitet? Ja, über 20 Jahre. Und was ist das für so ein Gefühl für Sie heute, wenn Sie wissen, jetzt ist alles vorbei? Ja, sicherlich ein sehr schönes Gefühl. Aber man muss sich mit der Realität abfinden. Man muss den Tatsachen ins Auge schauen. Alles andere wäre vorher Staatspolitik. Ja? Muss man sicherlich auch mal verarbeiten. Das ist sicherlich auch nicht eine Sache. Aber es gibt natürlich schon eine Reihe von nicht nur ich, viele Mitarbeiter, es ist natürlich auch eine sehr hohe psychische Belastung, ist doch klar. Noch dazu kommt, dass also in der Volkswirtschaft der Wiedereinstellung, Wiedereingliederung ja einen Haufen Probleme aufgetürmt werden. Auf der einen Seite wird gefordert Auflösung möglichst rasch, auf der anderen Seite sorgen diese Bürgerinitiativgruppen durch ihre Veröffentlichung, durch ihre Aufrufe, Drohung, anonyme Anrufer bei den Kaderabteilungen der Betriebe dafür, dass unsere Mitarbeiter, die ausscheiden, eingegliedert werden sollen, keine Arbeit finden. Aber die haben auch alle Familie und haben auch Kinder. Das müsste man auch berücksichtigen, dass da auch eine Politik gemacht wird. Also ich meine jetzt von diesen Bürgergruppen, Initiativgruppen, die meines Erachtens noch nicht korrekt ist. Wie geht Ihnen das? Ähnlich, muss ich bestätigen. Und das Problem ist wirklich, dass insgesamt der ganze Frust, der auf uns jetzt zugekommen ist, doch erstmal zu verarbeiten. Ja, und irgendwie müssen wir ja auch mit unserer Vergangenheit, ich bereue nichts, ich bin 16 Jahre dabei und glaube, haben wir auch nichts vorzuwerfen. Sicherlich müssen wir uns auch in der Zukunft in vielen Fragen auch neue Gedanken machen müssen und um nicht auch als Wendehals oder sonst jemand hier abgestempelt zu werden, es wird nicht einfach werden. Allein auch im Wohngebiet, wir werden ja auch in der Parteiorganisation nicht mehr in den Betrieben, egal wo ich anfange, ich weiß auch noch nicht, wo ich anfange. Arbeiten soll im Wohngebiet und auch da hast du dir neue Gedanken, was kommunalpolitische Arbeit betrifft. Wissen Ihre Freunde, wo Sie arbeiten? Meine persönlich, also unmittelbare Bekannten ja auf jeden Fall. Was sagen die? Tja, das ist zumindest erstmal keine ablehnende Haltung. Das ist für mich das Wichtigste, dass also jetzt keiner von meinen Freunden irgendwie oder Bekanntenkreis gesagt hat, also hier, du bist ein Mitarbeiter der Staatssicherheit oder das, was wir erfahren haben, was ja auch für uns viele Dinge haben auch für uns Neuheitscharakter und dieses Ausmaß, bestimmte Dinge haben wir einfach nicht gewusst. Dass also zumindest auch viele Bekannte zu mir gesagt haben, was soll es, irgendwie wirst du schon einen weiteren Lebensweg aufbauen müssen, dann müssen wir ja auch irgendwie. So. Wie gehen Sie denn mit dem Gefühl um, dass viele Menschen Sie einfach hassen in diesem Land, nur weil Sie bei der Stasi waren? Das ist das eigentliche Problem, dass wir als Mitarbeiter in einer technischen Diensteinheit, der nicht unmittelbar mit geheimdienstlichen Aufgaben uns befasst haben, auch letztendlich erstmal in einen Topf geworfen werden. Und sicherlich, das ist erstmal Tatsache, damit müssen auch wir als Mitarbeiter hier in den Nachrichtenorganen, einer technischen Diensteinheit, generell mit diesem Problem auseinandersetzen und die Vergangenheit in irgendeiner Art auch bewältigen. Ja. Das sind viele Fragen, die aufgeworfen werden, die man erstmal verarbeiten muss.
Ich bin zum Beispiel, kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden, gegenwärtig ein einheitlicher Deutschland. Das liegt sicherlich auch an der Erziehung, die ich hier in den 16 Jahren durchgemacht habe. Und da muss man sich auch diesen Fragen erstmal neu stellen. Ja. Auch hier einen Weg finden, Meinung auch erstmal verarbeiten. Um vielleicht in Zukunft auch hier einen weiteren Beitrag leisten zu können. Wird schwer, aber. Können Sie unterstützen, die Ausführungen mein Kollegen? Auch ich persönlich habe nicht, noch nicht das Gefühl, und werde es auch nie in meinem Leben haben, hier eine Arbeit gemacht zu haben, die wirklich beschämend ist. Ich habe die Aufgaben, die mir gestellt wurden, gewissenhaft erfüllt. Ich hatte heute schon mal gesagt, mein Großvater war zum Tode verurteilt im KZ Dachau. Ich bin erzogen worden, für eine neue und gute Sache zu arbeiten. Das habe ich auch mit einem guten Glauben gemacht. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Aufgaben hier auch ehrlich gemacht haben. Ja. Also ich habe nichts zu bereuen, weil heute hier einige Kollegen, die hier waren, bei dieser Initiativgruppen, die sind mich angegangen hier. Ich müsste mal alles aufhängen. Ja. Das sind für meine Begriffe unsachliche Äußerungen und wird erinnern ja an die Brande. Nazi-Barbarei, ja. Weg auf dem Bild! Du musst immer mal da stehen. So drin. Wir werden auf jede Frage eine Antwort finden. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Heute Ihre Ausreise. Wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Das Erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Wir wollen in Europa den Frieden der Welt dienen. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Vorwärts immer, rückwärts immer.